Der LASK ist auf dem Weg. Auf dem Weg zu einer ganz großen Aufgabe. Dienstagmittag am Flughafen in Hörsching. Abflug in Richtung Champions League Qualifikation. Der Gegner kein geringerer als der FC Basel. Und mittendrin der LASK. Per Charter geht es in die Schweiz. Ja, jetzt gibt es natürlich für uns ein absolutes Highlight-Spiel in Basel, was wir sich absolut verdient haben mit den Leistungen von letzter Saison. Und wie ich vor 4 Jahren zum LASK gekommen bin, war mein erstes Spiel gegen FAC da. Und jetzt fliegen wir zur Champions League-Quali, ist natürlich schon was Besonderes. Ankunft in Basel. Abgeholt von Bussi geht es mit dem Mannschaftsbus ins Teamhotel. Am Abend das Abschlusstraining im St. Jakob Park. Liverpool, Manchester United oder Bayern München. Zahlreiche Mannschaften sind am FC Basel bereits gescheitert. Der LASK will hierherinnen eine Sensation erreichen. Bis jetzt taugt man alles. Also es ist wirklich wie ein fantastisches Hotel. Wenn man da ins Stadion fährt, ist unglaublich. Also wenn man sich da denkt, was uns morgen da erwartet, wird sicher ein richtig cooles Match und ja, die Vorfreude steigt. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Sie können sich vorstellen, dass die Jungs eigentlich sehr viel richtig gemacht haben, weil wir können in so ein Spiel reingehen ohne Druck. Das ist eine Belohnung erstmal aus der letzten Saison. Zweite, wir haben eine super Start in der Liga hingelegt. Und dritte, wir sind schon international in der Europa League. Wir sind schon in der Gruppenphase. Aber jetzt sind wir da und wir sind hungrig und wir wollen mehr und wir wollen alles dafür tun, dass wir weiterkommen können. Tag 2 in der Schweiz. Matchtag. Während sich die Spieler auf das Match am Abend vorbereiten, gibt's für die mitgereisten Fans und Sponsoren erstmal eine Stadtrundfahrt. Das ist eine ganz große Dankbarkeit, die man hier erfährt. Von Seiten von allen, die uns immer unterstützt gehabt haben, von Seiten von den Fans, von Seiten der Freunde des LASK, auch von der Politik, die auch sehr hinter diesem Projekt gestanden ist, vom LASK, von den ganzen Sponsoren, die uns die Treue gehalten haben oder die neu hinzugekommen sind. All diese haben ihren Beitrag geleistet, dass der LASK heute dort steht, wo wir gerade sind, nämlich in Basel zur Qualifikation zur Champions League. Für die Burschen, glaube ich, ist halt auch ein Wahnsinn. Also die Kulisse und alles drumherum ist halt schon echt was Einmaliges. Wo ich glaube, wo man einfach auch genießen muss, was heute am Abend da passiert. Wir freuen uns, dass wir da sind, dass wir mit den Jungs das Erlebnis erleben dürfen und hoffen natürlich auf einen Sieg. Und dann ist es endlich soweit. 18.30 Uhr Ankunft im St. Jakob Park. In der Kabine ist alles angerichtet. Vor dem Stadion treffen bereits die ersten schwarz-weißen Anhänger ein. Über 1000 mitgereiste Fans. Wer hätte das gedacht, dass der LASK Champions League Quali spielt vor ein paar Jahren? Das war natürlich undenkbar. Und wenn es dann soweit ist, dann muss man mit. Da ist kein Weg zu weit. Ja gut, Basel ist jetzt auch nicht die ganz, ganz große Reise. Aber das war eigentlich für mich Selbstverständnis, dass ich da mitkomme und den LASK unterstütze, freilich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, jetzt da sind und die Mannschaft begleiten. Und es war natürlich super, wenn es so weitergegangen hat. Das war ein Traum für mich. Gernot Trauner mit dem Kopf zum 0:1. Joao Klaus zum 0:2. Und dann der Anschlusstreffer zum 1:2. Die Jungs beweisen, sie können auch international mit den Großen mithalten. Man freut sich einfach immer riesig, wenn man ein Tor schießt, aber natürlich war das heute schon ganz was Besonderes für mich. Und ja. Ich freue mich einfach, dass ich der Mannschaft da helfen habe, aber
es ist trotzdem egal, wer die Tore schießt. Wir freuen uns alle miteinander, wenn wir erfolgreich Fußball spielen und ja, wir sind einfach eine coole Truppe. Ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft, was die heute geleistet haben, dass die an sich geglaubt haben. Hat man schon vor dem Spiel oder zwei Tage vor dem Spiel gespürt, dass wir da sind. Am Dienstag das Rückspiel auf der Linzer Gugel. Mit dem 2:1 Erfolg ist jetzt alles möglich und das Champions League Playoff zum Greifen nah. Take a step back.